So könnt ihr nach draußen auf die Straße treten. Und das ist nur ein kleiner Weg von dem Lagerhaus oder dem Kontor der Kogress, so dass ihr dann zu der Taverne zum Kraken gehen könnt, wo ihr tatsächlich dann auch die angekündigten anderen Kapitäne erkennen könnt. Es sind eine ganze Menge. Die wichtigen sind aber hervorzuheben: Pediope von Radmis, von der Prinz Amarit, die Admiralin der Zorganer Flotte, auch wenn sie nicht so groß ist, aber das, was ihm zur Verfügung steht, ist da. Hakon von Sturmfels, der Konteradmiral, und Admiralissima Praia Danya Seridades, die dann dort in der Ecke sitzen, und selbstverständlich sind die beiden Frauen in ein Gespräch vertieft. Und Hakon von Sturmfels sitzt mit einem Bier daneben und sieht nicht gelangweilt aus, aber er hat gerade nichts zu reden, wenn sich dann die beiden Frauen gerade unterhalten. Okay, dann Kapitana? trete ich ans Ihr heran. Ah, wie schön, dass Sie gut angekommen seid. Ja, wir sind auch hier. Wir haben selbstverständlich mitbekommen, dass die beiden Verräter, die beiden Hochverräter auch anwesend sind. Nun, den einen habt ihr in Janka bereits getroffen. Ich dachte, wir hätten diese Sache geklärt. Nun, ja, haben wir. Ich entschuldige mich, aber ich habe mich von meinem heißen Blut in Wallung treiben lassen. Ich entschuldige mich bei euch. Beziehungsweise nicht bei euch, sondern nun, ihr seid keine von den Raterals, von den Sarnins. Nun, ich nehme eure Entschuldigung dann auch gerne an, denn wenn ihr Streit mit ihnen anfangt, gefährdet ihr unsere gemeinsame Sache. Ja, das habe ich so verstanden. Nun, herzlich willkommen in diesem kleinen, es ist natürlich nicht das Mittelreich, aber was mag auch Alanfa nach vorne bringen. Es gibt hier hinter uns einen Boron-Tempel Alanfa Neritus. Hochwürden, Raja, Raravia, ich weiß nicht ganz, wie man diese merkwürdigen Namen ausspricht, aber nun, Raravia, glaube ich, heißt sie. Ihr seid hier auf jeden Fall ganz komfortabel untergekommen, wie ich sehe. Ich habe ja gehört, dass Sie in einem Kontor untergebracht sind von dem Kugris. Schlafen Sie da auf irgendwelchen Mehlsäcken? Darüber bin ich nicht informiert, aber ich habe vom Kommandanten gehört, dass die Versorgungslage in der Stadt schlecht ist. Kugris sieht sich in der Lage, eine Versorgungslinie aufzubauen. Ja, du kannst sehen, wie sich Pelliope einmischt, nickt er einmal zu. Ja, wir werden tatsächlich auch eine eigene Entsatzflotte schicken. Allerdings nicht nach Al-Anfa, sondern tatsächlich nach Port Korat, wo wir mit dem Mittelreich gute Kontakte pflegen. Also seid ihr in der Lage, euch selbst zu versorgen? Das ist gut. Wir werden nicht nur uns versorgen. Wir denken nicht nur an die Zorganer, sondern selbstverständlich auch an all die anderen Seelen, die dann irgendwann hier stranden werden. Es sind ja noch eine ganze Menge. Ich rechne mit den Maraskanern recht fest sogar. Ja, ich denke auch, dass sie sich das nicht entgehen lassen werden. Habt ihr noch irgendwelche Vorschläge zur Verteidigung der Stadt? Gibt es irgendetwas, was ihr braucht? Wir werden Patrouillen einrichten und sämtliche Rotzen, die wir aktuell nicht brauchen, so sie denn an den Schiffen noch liegen, werden wir nun auf die Türme schaffen lassen. Vielleicht können wir noch weitere Türme bauen. Das hatten wir zumindest gerade besprochen, ob wir eine weitere, nun, Steine brechen und dann hier aufschichten lassen. Wir haben hier noch etwas Zeit. Zumindest sollten wir auch feste Patrouillen einrichten und ein großes Netzwerk von nun sich überschneidenden Schiffslinien, damit wir dann nicht nur Miamat erreichen, sondern auch über Port Zornbrecht informiert sind und einige Späher, die wir auch schicken, so sie denn von dort aus kommen werden. Das klingt sehr gut. Nun, was künftige Besprechungen angeht, ich würde diese Gespräche lieber nicht doppelt führen. Kann ich davon ausgehen, dass ich euch alle wieder an einen Tisch bringen kann? Selbstverständlich. Wenn sich Sani bei mir entschuldigt, dann bin ich gerne bereit, mich mit Ihnen an einen Tisch zu setzen. Und dann muss man natürlich das Schiff wiedergeben. Praia Ich werde Danya, das. mit ihr reden. Entschuldigt bitte Ihren. Nun, wir sind alle etwas gereizt in dieser Stadt. Ich werde mit ihr reden. Gut, sagt ihr, das ist ein Problem für nach den namenlosen Tagen. Pelliope, du musst da gar nichts mit mir bereden. Vertraut mir zu, Lamin, ich klär das. Da gibt es nichts zu klären.
Ja, Kapitänin, nicht, dass ich dieses reizende Gespräch nicht unbedingt miterleben wollen würde, aber wollen wir uns dann wieder auf den Rückweg zum Schiff machen? Ja, in der Tat, wir haben viele wichtige Dinge zu erledigen. Ach so, und solltet ihr den Kommandanten hier dieser ekelhaften Stadt kennenlernen, er stinkt am schlimmsten von all denen. Und das von einem Kommandanten, da erwarte ich doch Seife. Ja, was sollte man meinen? Ach, die Salanfahne. Flamin, lass das mal unkommentiert. Ich möchte auf den Weg nach draußen gegen irgendwas treten. Biliope erhebt sich wohl irgendwie mit der Entschuldigung, dass sie sich einen neuen Wein holt. Nimmt dich dann an der Hand, beziehungsweise hakt sich so ein bisschen unter. Verzeiht, wie gesagt, ich rede mit ihr und stell das dann alles richtig und wir werden uns auch bei den Raterals entschuldigen. Danke. Ja. Was auch immer nötig ist, damit eine konstruktive Zusammenarbeit möglich ist. Selbstverständlich. Spätestens wenn die Novadis hier eintreffen, wird das sehr ungemütlich werden. Oder die Piraten von Kerypso. Da brauchen wir als Mittelreicher, oder ihr als Mittelreicher, solltet dadurch eure Zwistigkeiten niederlegen. Nun, ich denke, die Novadi werden wohl meine Nerven auf eine gewisse Probe stellen, aber nun ja, wir müssen alle Opfer bringen. Wem sagst du das, Schwester? Damit gibt sie dir einen Klaps auf den Po und geht zur Taverne, zum Wirt. Zulamin schaut ihr nach, so ein bisschen abschätzen. So à la, finde ich dich hot? meint dann aber zu Rafim. Na dann. Deine Nerven wurden heute auch ganz schön strapaziert, oder? Ja, ich würde diesen Tag als einen der schlechtesten des letzten Jahres einordnen und ja, mein letztes Jahr miterlebt. Allerdings. Nun gut, dann schauen wir einmal zurück zum Schiff und sehen, was Elfanora tut. Jo, mit der Verrückten reden, das brauche ich jetzt. Ja, so könnt ihr gemeinsam in Richtung der Avianda aufbrechen und trefft dann, wenn ihr mögt, auch auf Efernona Ni Inverik, die ihr aus Seele mitgenommen habt. Nicht zu verwechseln mit der Efernora aus Bitana. Sei denn, ihr möchtet vorher noch mit jemand anderem sprechen, aber sie würde sonst in ihrer Kajüte auf dem Bett sitzen und auf die gegenüberliegende Wand starren, wo Kalfata auf dem Bett sitzt und ihr ebenso entgegenstarrt. Er ist wohl fasziniert von ihr. Sie blickt wohl aber gar nicht auf Kalfata, sondern auf die Wand hinter ihm und scheint da wohl irgendwas entdeckt zu haben. Efanora? Oh, ihr. Wir sind am Ziel, nicht wahr? Ich kann es spüren. Es liegt in der Luft wie ein Druck. Ja, wir sind in Miyamat angekommen. Frumla. Was sagtet ihr? Frimla, das Gerippe. Er schaut nach oben. Seeschlange! Und dann doch nicht. Es sind nur Blutrochen, die auf der Wasseroberfläche liegen. Aber er kommt. Er kommt hierher. Wir sind hier richtig. Hört ihr diese Herzschläge? Das Seemonster. Es kommt majestätisch. Frimla. Dann erhebt sie sich vom Bett, blickt dann mal Kalfata an. Oh, ihr seid auch hier? Was macht der Mann hier? Kommt, gehen wir. Und dann ja, gerne. Schiebt sie sich aus der Kajüte nach draußen und geht von Deck. Oh, es ist voll hier, so viele Schiffe. Das ist ja schön. Wohin gehen wir? Möchtet ihr einen Strandspaziergang machen? Ja, wir gehen nach Süden. Er ruft mich. Könnt ihr es nicht hören? Er kann es auch hören. Sie deutet auf Rafim. Seht ihn euch doch an. Ja. Zulamin schaut Rafim fragend an. Rafim Stirn pulst immer noch schwer und er hat auf dem Weg zurück schon mindestens zweimal wieder gegen irgendwas getreten. Ja, du kannst von oben auf dem Offiziersdeck, beziehungsweise da, wo das Steuerrad ist, kannst du ihn dann noch hören, wie er sich da wohl gerade mit Kapok unterhält. Sagt man so? Ich glaube schon, Monsieur. Ja, wir sollten dringend
den Strand inspizieren. Vielleicht sieht man da ja irgendwas für zukünftige Stege, oder? Ja, gehen wir ihr nach. Nicht, dass sie noch abhanden kommt. Ja, nicht, dass wir die Verrückte verlieren. Da wäre ich ja sehr traurig. Die anderen Helden kommen auch mit, ne? Voltax, Serpentilium. Ja, hab ich doch. Ja, diese Zeichen ja, suchen, glaube ich. Genau, wir wollten uns ja eigentlich zu den Ruinen aufmachen, aber wenn die auch im Süden sind. Sagen wir einfach, sie haben uns am Schiff aufgesammelt. Wir sind da nochmal hingegangen, haben Stuff geholt. Ich nehme an, aber er möchte seinen Säbel haben, falls Dinge passieren. Den habe ich immer bei mir. Trismagena hat euch dann begleitet, die Bordmagierin von Radhal Sanin. Und die kann euch dann tatsächlich auch hier zwischen den einzelnen Stegen so einen Granitquader gezeigt haben, der aus der Wasseroberfläche herausragt. Hat man einfach gemeinsam mit dem Steg dann irgendwie verbunden und da was festgezurrt mit einigen Tauen. Und da könnt ihr dann auch erkennen, wie dort Kuchrasglyphen abgebildet sind. Sehr verwittert. Lasst mich einmal sehen. Sie sind tatsächlich sehr schwer dazu. Ich neige mich ein wenig herab und schaue mir die mal an. Lassen die sich irgendwie... Sind das einfach verständliche Konzepte? Denn ich habe Kuchas nur auf 4. Nein, also sie sind unleserlich verwittert. Okay, selbst wenn du gut Kuchas sprichst. Es steht jetzt nicht irgendwie, kann der Name von einem Kranker drauf, Dinge, die man öfter mal sehen wird. Auf diesem Ding jetzt nicht, nein. Da okay. Müsstest du wohl tatsächlich weiter nach Süden gehen, was dann sicherlich auch die Gruppe gleich vorhat. Aber auf diesem, nein. Du kannst es als Kuchas auch einordnen, aber das ist sehr schwer, dann noch irgendwas. Vor allem, weil die Stele auch abgebrochen ist. Wenn sie ganz wäre, dann könntest du sicherlich was lesen, aber verwittert, vermodert, abgebrochen seit mindestens Jahrhunderten oder auch Jahrtausenden, ragt sie hier nach oben direkt von der Gischt umspült. Nein, keine Chance. Ich würde mir gerne ein Oder wirken auf diese Stele, ob sie irgendwie verbunden ist mit einer dünnen Astrallinie oder sowas. Kannst du dir gerne die 4 ASP streichen, was es dich kostet, oder 3 ASP. Sie ist nicht magisch. Okay. Und an die Wuffel, okay, das. Ja. nee, sie ist nicht magisch. Also dann würde ich einmal gerne meine Hand auf die Stele legen. Fühlt die Stele sich irgendwie göttlich geführt oder ähnliches an? Du spürst ein leichtes Vibrieren, ja. Und ein Klang, der wohl durch die Stele läuft, ins Wasser hinein, beziehungsweise vom Wasser ausgehend in die Stele hinein, in deine Hand hinein. Ein leichtes Zittern und Vibrieren. Naja, das ist schwierig zu beschreiben, aber es scheint hier irgendwie eine Schwingung oder sowas zu geben. Ich denke, es wird noch mehr von den Stelen geben. Nun, es gibt singende Steine. Ich gucke ihn mir einmal an. Ich würde gerne eine Steinmetzprobe darauf würfeln. Ja, gerne. Trismagena, wie gesagt, nickt auch. Wie gesagt, wir hatten uns darüber verständigt, dass es sich nicht um eine astrale Schwingung handelt, sondern um eine karmale. Der Stein ist nicht besonders gut gearbeitet, würdest du sagen. Er ist sowieso sehr verwittert, aber er war nie gut. Es sind gesplitterte Stelen, die von viel Gewalt weggedrückt worden sind. Und zwar, das kannst du wohl ausmachen, vom Zentrum dieses Dreiecks ausgehen, vielleicht von diesem Punkt, wo Zulamin mit Kapok gesprochen hat, abgedrückt in Richtung der Landenge. Also das kannst du als Splitterrichtung oder als Bruchrichtung feststellen. Das scheint mit etwas Größerem verbunden zu sein. Eine Art Splitter aus dieser Richtung. Und wenn man das Ganze trianguliert, dann in etwa dort, wo Zulamin mit Kapok gesprochen hatte. Als wir noch auf See waren. Und dort müsste es ursprünglich kommen. Ich habe tatsächlich keine guten Verbindungen zu Rakor im Untergrunnis. Und ich glaube auch, dass er in diesen Zeiten sehr schwierig anzusprechen ist. Ich habe wohl gehört, dass er in den Bergen ist und wieder etwas von Drachen oder einer Drachenchronik erzählt hat. Aber wie gesagt, in einem guten Kontakt mit ihm stehe ich auch nicht. Aber er war zumindest hier und er hatte als Saurologe einen exischen Ursprung ausgeschlossen. Nun, aber vielleicht einen marischen oder einen Risso-Ursprung. Nun, dazu kann zumindest er nichts sagen.
die anderen Saurologen, die später dann zu ihm gekommen sind oder die später nach Miyamat gekommen sind, die hätten zumindest diese These, ich weiß nicht, ob sie die bestätigt haben. Ich hatte die Überschriften überflogen, als sie dann im Marderspiegel aufgetaucht sind. Uns sind einige Sagir Hinweise auf derart Verbindungen in die Hand gefallen. Wir müssten ein Referenzwerk hinzuziehen. Das könnte sich als kompliziert erweisen. Wir haben eine oder zwei Ideen. Aber mir, du kannst nicht zufällig mit Dingen reden, oder? Nein. Ich kann mit euch reden, aber ihr seid kein Ding. Rafim, du kannst es alleine hören, während du deine Hand auf die Schere gelegt hast. Frimla, Frimla, Frimla. Naja, also ich bin mir ziemlich sicher, die Stele spricht singt eher, würde ich behaupten. Ich lege mir jedenfalls meine Hand auf diese Stele. Du hörst gar nichts. Ich höre nichts. Ich würde sie jetzt auch mal drauflegen. Und du hörst auch nichts. Abelmir, du ziehst deine Hand ein bisschen zurück. Die ist echt glitschig und salzig und so ein paar Algen hängen dran. Das ist ganz schön ekelhaft. Ich würde seine Ohren hier mal abstreifen. Am besten an Rafim. Ich möchte gerne das, was die da summen, gerne mitsummen. Ich würfe mal auf Singen. Minus 8. Wow, Gettierwurf. Ja, Simla, nicht so schnell. Simla, Kur-Idachai. Idachai, nein, zu schnell. Kur-Idachai. Gnur-Ukai, nein, auch nicht richtig. Kann ich die Sprache kennen? Ohne Silben oder ohne Smarisch, Kakonisch? Nee, meiner Singenprobe minus 18, ganz aufgehört. Moment. Ich glaube, ich weiß, wovon Rafim singt. Habt ihr am Anfang gehört? Simja, Simja. Es gibt eine Hochelfenstadt, die so heißt. Eine der großen elementaren Städte. Was hat das hier zu tun? Trismagena schüttelt mit dem Kopf, geht dann weg. Elfen siedelten, oder? Ihr findet mich im Kontor, wenn ihr mich sucht. Wir brauchen euch. Ihr müsst uns zur Ruine führen, oder? Ist sie da zu erkennen? Ihr findet sie im Süden. Folgt doch einfach ihr. Und damit seufzt sie auf die Effortgeweihte, die gerade irgendwie mit einem verwirrten Blick an euch vorbeigeht. Ihr hat eben so ähnliche Geräusche gemacht. Ihr solltet nie auf den Fersen bleiben. Lasst sie einfach laufen, dann werdet ihr sehen, wo wir hinkommen. Hm? So, genau das. Könnt ihr durch das Tor treten, das einzige Tor, was dann irgendwann auf die Rauschstraße führt. Sie wird aber auch dann direkt in der Mauer bleiben und nach Süden in Richtung des Urwalds, der sich dann auch direkt an die Mauer anschmiegt, gehen. Irgendwann zwischen den Gebüschen wieder in Richtung des Strandes abbiegen und dann der See folgen. Und da könnt ihr es auch erkennen. Nach einigen Augenblicken könnt ihr die Gerippe erkennen. Wie von Meeresungeheuern ragen sie zersplittert nach oben. Stelen, verfallene Torbögen, sandblaues Wasser vor einer sumpfigen Küste. Ihr sackt ein bisschen ein in dem Schlamm, wenn ihr dann weiter nach Süden geht und könnt schwere Granitquader erkennen, so wie sie euch eben angestarrt haben. Aber auch so wie sie an der bodenlosen Grube von Rulat zu erkennen waren. Recht ähnlich, möchte man meinen. Auch an Land finden sich diese Quader immer mal wieder willkürlich verstreut und wohl zu den Resten im Wasser zugehörig, wie als wäre hier das Fundament zerbröckelt oder weggeschwemmt worden, wie die Bruchkante, die Boltak schon entdeckt hatte. Das muss wohl eine gewaltige Tempelstadt gewesen sein. Halb an Land, halb im Wasser. Zumindest mit der aktuellen Wasserlinie. Und dann könnt ihr auch mehr von diesen Kucha-Symbolen erkennen. Viele von ihnen sind in ähnlichem Zustand und absolut unleserlich, aber je näher ihr kommt ins Innere oder in dieses Zentrum, desto mehr könnt ihr, ja, eine Geschichte lesen, wenn ihr den Kuchas könnt. 4 Punkte. Dann damit bin ich, glaube ich, noch mal mit Abstand der... Kuchas ist nur eine Schrift. Ja, Würfel, ja, genau. Okay. Würfel einfach mal, gucken, was passiert. Wir haben ein Chip. Aber das sieht... Wir nehmen natürlich den... Okay, Armin hat Kuchas. Armin hat kein Kuchas. Gut, die haben wir auf 3, minus 7 Punkte.
Ja, aber mir stellt sich an irgendeine Stele, wo wohl ein paar Kinder rumgekratzt haben, irgendwie ihre Namen eingekratzt und scheint das zu identifizieren, weil das noch sehr frisch im Stein ist. Währenddessen kann Serpentilion, du bleibst stehen und kannst sehen, wie hier wohl, das muss wohl Unwasser gewesen sein, das sich hier reingefressen hat. Eine Pforte nach Vajat. Seht ihr dies? Dies ist eine Art Wegmarker, ist das falsche Wort, aber es bedeutet eine Pforte? Eine Gemarkung. Nein, eben nicht. Könnt ihr sie aktivieren? Ich denke nicht, dass es eine buchstäbliche Pforte ist. Warte, ich schau mal drauf, sind irgendwelche Arkanoglyphen verankert? Das ist nämlich der eigentliche Grund, warum ich Kuchas habe, weil das die Urschrift der Zauberzeichen ist. Ja, kannst du. Also sie erinnern dich sehr stark, wenn du dann einen Odem würfelst, um das nachzuprüfen, kannst du sehen, dass hier wohl aber auch verblichen sind, also die Glyphe wäre noch da und du könntest sie aufladen, ich würde sagen, ich aber habe die Magie ist daraus geblichen. Ich habe Reaktivierungsgespür. Ließe sich eine solche Glyphe reaktivieren? Wenn du möchtest, kannst du da durch Hand auflegen ASB reinfließen lassen. Ja, Sekunde, ich werde das mal kurz einen Odem würfeln, denn ich bin da schlecht genug drin, dass das gehen könnte. Ich finde ihn nur nicht. Ich habe viele Zauber. Hast du ja dieses Interface? Du kannst, wie gesagt, von Stele zu Stele gehen, immer mal wieder diese Reaktivierungsruhen erkennen und kannst dann auch mit dem Odem prüfen, dass du deine Magie wieder reinfließen lassen könntest zum Aktivieren. Allerdings hältst du das wohl nicht für so eine gute Idee. Du findest heraus, dass dies Miamat gemeinsam auch mit Elem die Pforte nach Vajat war. Vajat, ein gewaltiges, riesiges Reich der Mare. Und direkt vor euren Augen wohl Jarl Zugot, die Hauptstadt. Und wenn ich es richtig sehe, war dies hier wohl die eigentlich die Hauptstadt des Marlenreiches? Dieses Jarl Zugot? In der Tat. Und dies hier war dann das sogenannte Tor nach Vajat. Du kannst erkennen. Lässt sich ablesen, ob die Zugabe von elementarem Unwasser hier einen Effekt hätte? Oder ist das nur mit Unwasser hier reingeschnitten? Ja, nein, es sieht so aus, als hätte das Unwasser diese Glyphen beschädigt. Ah. Und wenn du weiter, du gehst so ein bisschen dann auch knietief ins Wasser zu den Stelen weiter ran, also. Kommt durch, es ist Seewasser, hier sind keine Igel. Und kannst dann auch erkennen, dass diese Stadt Miamat wohl gekämpft hat gegen die Jünger von Yonaho. Das erkennst du auch einfach daran, dass es nicht so sehr viele Dämonen in Krakenform mit 10 Hörnern auf dem Kopf gibt. Du hast ihn erst vor kurzem erst beschworen in einer Wahnsinnstat. Hier hat man wohl einen Kampf gegen die Jünger und die Kultisten von Yonaho geführt. Das erklärt das Unwasser. Ich leite diese gesamte Erkenntnis natürlich an die Gruppe weiter. Sobald ich dann zurückkehre. Nun, dies ist jenes. Es ist möglich, dass es hier eine Art metaphysische Verbindung nach Vajat gibt. Eine dunkle Pforte. Ich wollte es nicht aussprechen, denn mir sind eine derart aktivierbare dunklen Pforten bekannt, aber ja. Grafim, bist du Serpentilio ins Wasser gefolgt? Ja, ich würde ihm hinterherlaufen mit immer noch einem unglücklichen Gesicht. Dann könnt ihr sehen, wenn Rafim auch so ein bisschen, gut, bei Serpentilio knietief, bei dir gestern vielleicht die Hälfte, dass wohl Rochenwürmer um dich herum kreisen. Bis auf einen Meter kommen sie heran und schwimmen dann im Kreis um dich herum. Du zählst kurz, nach 10 hörst du auf zu zählen. Es sind ja kleine Manta-Rochen, die um dich herum schwimmen. Sehr klein. Ja, gib mir einen Moment, ich probiere etwas aus. Ich würde mal eine etwas schwereren Sachen zurück an ins Ufer legen und mal versuchen, ein bisschen ins Meer reinzuschwimmen, um zu gucken, ob die mir folgen. Ja, also du kannst dich da nach und nach entkleiden oder ablegen, also deine wichtigen Waffen.
Und wenn du dich ins Wasser reingleiten lässt, die folgen dir. Also sie umkreisen dich immer mal so 1 Meter, mal 2 Meter Abstand, aber immer im Kreis. 10 und 15. Mittlerweile hast du 20 Stück um dich herum. Okay, ich muss mal... Wie viel weiß ich denn über diese Tiere? Also außer, dass es Fische sind, das wird auf ihm klar sein, aber weiß er sonst irgendwas über die Viecher? Wirf auf meine Tierkunde. Ja, schade. Warte mal. Du hast auch durch Mira eine ganze Menge Tierkunde bekommen. Achso, ich hab's doch geschafft mit der 7er Schwernis. Achso, richtig, du hast ja noch eine 7er Schwernis. Richtig, ja. Du weißt, dass die giftig sind. Sind aber auch die Tiere von Kor.